Okay, Harald beim Öffnen des Kickstoßen-Roboters. So. Was ist das? Eine Schönheit. Papier. Man sieht Papier, dient zur Isolierung. Ja. Das ist das Entwicklerboard schon. Das schaut ein bisschen billig aus. Das ist das die CPU. Das ist keine CPU. Ah, da ist die kleine, ja. Drauf. Ich glaube, da ist sogar ein Lautsprecher oben. Wirklich? Ah, die Kiste kann das reden. Ja. Das dient nur der Spannungsstabilisierung, weil das Ganze wird mit 12 Volt versorgt. Dann ist hier ein DC-DC-Wandler drauf, der eben aus den 12 Volt die 3,3 Volt für den Computer macht. Computer klingt ein bisschen übertrieben. Es ist ein ganz kleiner Mikrocontroller drauf, der eine PWM macht für die Serveransteuerung. Jeder, der sich mit Modellpass-Servos schon beschäftigt hat, weiß das eben eh schon, dass zwischen 1 und 2 Millisekunden ein Rechteck erzeugt wird. Eine Millisekunde heißt, fahr ganz nach links und 2 Millisekunden heißt, fahr ganz nach rechts. Und damit sich jetzt die Räder dauernd drehen und nicht gegen Anschlag fahren, baut man den Modellpass-Servos um, indem man einfach mit der Zwickzange die Arretierung wegzwickt. Das heißt, das fahrt nicht mehr mechanisch gegen das Ende, sondern dreht sich im Kreis. Dann ist noch ein Potentiometer eingebaut in dem Servo. Das nimmt man einfach raus und lötet 2 fixe Widerstände ein. Das heißt, die Elektronik glaubt, ich bin weg von der Mitte. Und wenn man jetzt mit dem Signal weg von der Mitte fährt, wird er immer schneller, das Servo. Und wenn man wieder auf der Nullstellung fährt, mit dem Signal, dann bleibt das Servo stehen und im anderen Bereich fahrt eben rückwärts. Das ist der Trick an der Sache. Umbauanleitungen findet man eh im Internet für sich im Modellbau-Servos. Ist unter noch was? Ja, jetzt öffnen wir ihn weiter. Der Schicht 2 naht, ja. Papier 1 wurde entfernt. Papier 2 wurde entfernt. Wahnsinn, das Getriebe. Hier sieht man mit einem Klettverschluss ist einfach der Akku fixiert. Sonst fällt er nämlich drinnen herum. Bombastisch. Und man sieht eben auf der linken Seite einen Modellbau-Servo und auf der rechten Seite einen Modellbau-Servo. Das sind eben die Motoren, die wurden eben umgebaut. Damit das was ist dieses LED-Lämpchen, das da noch dranhängt, oder ist das ein Knopf? Ich schau gerade. Ich glaube, das ist eine normale LED, die zeigt man an, dass, glaube ich, Spannung da ist, wenn ich ihn einschalte. Können wir mal probieren? Schalten wir mal ein. Ja, ja. Die LED habe ich nie rausgeführt. Also, da müsste man ein Loch raus. Da müsste man ein Loch bohren. Das geschah nie und in die Dose einbauen.